Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es einen Rund Shakes and Fidget. Ja, das war verdammt schnell. Und ihr seht bereits schon, wir starten hier auf Welt 27 mit unserem Battle Mage. Der befindet sich auf Stufe 299. Und wir versuchen mal diese Folge den Kampfmagier auf Stufe 300 zu ziehen. Das wäre sehr wünschenswert. Ich hoffe mal, dass ich eventuell bei den Pyramiden des Wahnsinns die letzten zwei Gegner hier besiegen werde. Bin ich aber noch relativ skeptisch, weil es da schon schwierig wird. Ansonsten müssen wir mal unbedingt im Wirbelwindsturm unser Glück versuchen, weil da ist schon lange Zeit nicht mehr angegriffen. Und deswegen sollten wir das, denke ich, mal hinkriegen. Hier sieht es relativ schwierig aus, deswegen lassen wir das erstmal wahrscheinlich hier in der Oberwelt. Und bevor wir aber anfangen, hier mit den Dungeons und die 300 knacken, hoffentlich, ja. Nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Heute haben wir ja Samstag, den 23.02.2019. Ja, heute Abend findet ein Livestream statt, ja, lass mich kurz überlegen, um 22 Uhr. Um 22 Uhr geht's los, ja, ich musste nochmal kurz nachchecken, so zeitlich, ob das passt. Um 22 Uhr geht's heute los, Shakes and Fidget wird gezockt und wahrscheinlich auch dann, ja, keine Ahnung, zum Ende des Streams wieder Scribblio, Hexball, alles mögliche mit der Community und, ja. Das wird wahrscheinlich ein bisschen längerer Stream werden, gehe ich mal einfach von aus. Und könnt ihr gerne vorbeischauen. Den Link dazu habe ich schon unten in den Kommentaren verfasst. Da könnt ihr gerne raufklicken. Und dann kommt ihr direkt zum Stream hin. Gut, soviel aber dazu. Erstmal, wir gucken mal. Wir versuchen erstmal unseren Free Try hier in den Pyramiden des Wahnsinns. Vielleicht skillen wir vorher noch ein bisschen. Und ich weiß, ja, ihr braucht mich nicht darauf hinweisen. Ich weiß. Ich habe Magier, Handschuhe und eine Kundschafterkette, ja. Das ist heutzutage so Mode, das trägt man so, ja. Bitte keine weiteren Hinweise darauf. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst, ja. Und deswegen braucht ihr mich da jetzt nicht weiter bitte belästigen deswegen, ne. Okay, gut, dankeschön. Dungeons, wir versuchen mal. Vielleicht bekommen wir ja was Gutes. Mal gucken. Ah, das ist okay. Das ist ein, Magier, der leider. Okay, alles klar. Gut. Ja, gut. Dann haben wir das schon mal. Leider keine Handschuhe. Ist auch sowieso wieder für Krieger hier der Scheiß. Ach, es ist immer so verwirrend, ne? Ja, und wenn wir jetzt einfach mal den Dorzer hier, diesen gut aussehenden Kerl, der da in den Pyramiden des Wahnsinns, schlagen. Ja. Was ziemlich einfach aussieht. Ja, dann sind wir eventuell 300? Nee, noch nicht. Okay, es fehlt noch ein ganz kleines bisschen bis zu 300 und leider wieder keine Kette oder kein Ring, aber wir haben die Pyramiden des Wahnsinns besiegt. Wir versuchen nochmal jeweils ein Try überall hier bei Jan den Hämmerer. Der wird, denke ich mal, mehr als schwierig werden. Wir gucken mal, obwohl es geht sogar, wenn wir damit ein bisschen Glück kritten würden, dann könnten wir sogar Jan den Hämmerer besiegen. Allerdings haben wir das nicht. Auf jeden Fall ist er aber definitiv möglich. Man sieht, wie wenig ich, wie wenig ich hier gekrittet habe. Also der ist auf jeden Fall drinne. Ich haue hier so gut wie gar keine Crits raus, ja. Also ich habe ja, gut, er hat jetzt auch nicht so viel Crits rausgehauen, aber der ist auf jeden Fall machbar, ja. Bevor wir aber zu viele Pilze bei dem verschwenden, weil auf dem Server will ich ja ein bisschen sparsamer spielen. Versuchen wir es mal bei ihr hier. Mal gucken, wie es da aussieht. Okay, ich glaube. Alter. Das war. Ich glaube, die war schon. Ich will nur ein bisschen weniger Pilze verschwenden. Ich hatte es, glaube ich, erwähnt, ne? Okay. Wir machen es trotzdem chillig hier auf dem Server. Anscheinend funktioniert dies noch nicht, obwohl es definitiv, definitiv möglich ist. Müssen wir halt A von Tadel besiegen. Ja, gar kein Problem. Machen wir das direkt, ja. Und dann haben wir es geschafft. Spitze des Eisbergs. Wir haben Stufe 300 erreicht. Ja, sehr nice. Fidgets Gürtel haben wir bekommen. Leider wieder keine Kette oder keinen Handschuh. Es wäre sehr schön gewesen, aber ja, leider ist mir das bisher verwehrt. Ja, das ist schade. Gut, aber wir haben 300 erreicht hier auf dem Battlematch, was ich sehr schön finde. Für den Spielstil, den ich hier an den Tag lege, ja, ich hänge ja auch mit den Pets hier unglaublich weit hinterher. Ja, das liegt einfach daran, dass ich bei Schatten nicht weiterkomme. Deswegen hier sich die hochstacken. Ich weiß gar nicht, stacken die sich bis zu 100? Ich weiß es gar nicht. Ich muss es mal, glaube ich, mal austesten.
Und wo noch? Bei Schatten und bei Licht hänge ich hier. Da komme ich bei Kühlig nicht weiter. Ja, habe ich mit Bofrog schon so oft angegriffen. Und bei Wasser komme ich auch nicht weiter. Ja, ziemlich schwierig alles gerade. Ziemlich verwogen. Deswegen stacken sich hier auch die Früchte so doll. Ich sammle die nicht oder so. Nein, ich möchte die einfach nur an die besten Pets verfüttern. Und wenn dies leider nicht geht, geht es eben nicht, ne? Und dann ist das halt so. Und deswegen stacken sich die Früchte hier in die Höhe. Ja, was ich nicht so cool finde. Gut. Wir können erstmal hier wieder ein bisschen leveln. So, das machen wir auch mal direkt. Stufenaufstieg hier, zack. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier die Intelligenzschuhe. Die braucht er hier jetzt nicht mehr. Eine Rüstung hier, die ist relativ gut. Die können wir sogar mal austauschen. Zack, und dann können wir da einen schwarzen reinmachen, einen schwarzen Edelstein natürlich. Nichts anderes, wir machen jetzt mal nicht den besten da rein, so ist aber auf jeden Fall schon ein Upgrade. Dann können wir nämlich die beiden Sachen schon mal wieder zerschreddern. So, und dann kriegen wir gleich nochmal ein paar Edelmetalle. Das ist sehr gut, das ist sehr schön. Und mal gucken, wir haben hier eine Stärke. Ring, warte mal, der ist, ja, nicht deutlich, huch, habe ich gespuckt, okay, es kann sein, okay, der ist nicht deutlich besser, ist aber auch leider ungesockelt und dafür möchte ich jetzt nicht, die Pilze ausgeben. So, dann können wir diesen Panzer, den wir hier gezogen haben, den können wir hier auch getrost mal weg tun. So, und den Rest machen wir dann morgen weiter. Ich weiß nicht, warum ich so viele Geschicksteine habe hier. Ich finde anscheinend momentan nichts anderes. Ja, so sieht es jetzt momentan erstmal aus hier auf dem Battlemage. Stufe 300, frisch erreicht und das soll es auch, glaube ich, erstmal soweit gewesen sein. Wir können mal kurz rüberschauen hier auf Welt 31, also auf die deutsche Welt 31. Hier haben wir aber jetzt auch nicht so viel. Es ist ja gerade Erfahrungswochenende. Deswegen würde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter hochkommen hier im Level, aber ist auch schwierig alles, sehr, sehr schwierig. Wir können hier nochmal am Glücksrad drehen. Und ja, ansonsten schaltet heute Abend ein um 22 Uhr, geht's los. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und wir ein bisschen quatschen können zusammen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und vielleicht sieht man sich ja heute Abend im Livestream, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.